Es waren tolle Stunden, es waren tolle Momente hier in Köthen. Und an dieser Stelle mache ich jetzt kurz die Bühne frei, denn es ist gleich 17.30 Uhr. Traditionell kommen wir jetzt zur offiziellen Fahnenübergabe. Dankeschön! Die offizielle Fahnenübergabe für den nächsten Sachsen-Anhalt-Tag. So, herzlich willkommen, meine lieben Gäste, hier beim 19. Sachsen-Anhalt-Tag 2015. Es ist soweit, wir müssen die Fahne übergeben für das nächste Jahr 2016. Und damit alles seine Ordnung hat, darf ich jetzt unsere Gäste auf der Bühne begrüßen. Und zunächst, meine Damen und Herren, Ihr Oberbürgermeister der Stadt Köthen, Kurt Jürgen Zander. Herzlich willkommen! Wo ist die Tochter? Da ist die Tochter. Da ist der Sohnemann. Zanders ganz in Familie. Meine Damen und Herren, wir begrüßen an dieser Stelle jetzt den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. Herzlich willkommen! Hallo. Und meine Damen und Herren, aber er kommt nicht allein. Wir sagen natürlich ein herzliches Willkommen an den Oberbürgermeister der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen, Ralf Poschmann. Und er bringt Hoheiten mit. Meine Damen und Herren, die Rosenkönigin Doreen die Zweite und die Rosenprinzessin Sophia die Erste. Herzlich Willkommen! Bevor wir die Fahne rausholen, aus ganz besonderem Anlass, steht hier ein Mann, der Herr Zander, der Oberbürgermeister, der in diesen Stunden, ich behaupte das jetzt mal so, nicht nur einen Stein vom Herzen fallen lässt, sondern wahrscheinlich den ganzen Brocken, denn der Sachsen-Anhalt-Tag geht zu Ende, die Fahne wird übergeben und Ihre Amtszeit endet heute. Herr Zander, wie geht's Ihnen denn? Nicht so besonders gut, gebe ich ehrlich zu. Es ist sehr viel Wehmut auch dabei. War für mich heute ein sehr bewegter, bewegender Tag. Aber die Freude ist natürlich groß, wenn ich jetzt hier auf den Platz schaue, die vielen Menschen, die jetzt noch da sind. Ich glaube, wir haben hier in Köthen einen wunderbaren Sachsen-Anhalt-Tag erlebt. Und ich bin dankbar für alle, die da mitgeholfen haben. Eine tolle Stadt und die Bürgerinnen und Bürger haben so mitgezogen. Wir haben ein tolles Organisationsteam gehabt. Für mich sicherlich einer der schönsten Tage und ich glaube, so schnell werden wir kein größeres Fest hier in Köthen haben. Und wir haben Sachsen-Anhalt gezeigt, was Köthen für eine schöne und tolle Stadt ist. Dafür ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Ich habe am Freitagabend gesagt, bei der ersten großen Show auf dieser Bühne, das KUKAF Köthen war jetzt 3 Tage lang Landeshauptstadt. Und hätten Sie das den Köthnern zugetraut? Ja, natürlich. Wir können alles, wenn wir zusammenhalten. Das ist ein gutes Wort. 14 Jahre Oberbürgermeister dieser Stadt, da gab es sicherlich Höhen und Tiefen. Und wenn Sie auf diese 14 Jahre nochmal zurückschauen, das ist ja heute, ich weiß nicht, hatten Sie die Absicht, so Ihre Abschiedsparty mit dem Sachsen-Anhalt-Tag zu verbinden? Sind Sie so ein cleverer Junge? Das verdanke ich der NASA. Also Nahverkehr Sachsen-Anhalt, die haben gesagt, ihr müsst es noch im Mai machen, weil ab dann wird die Bahnstrecke ausgedünnt, gesperrt und das ist jetzt wirklich ein Zufall gewesen. Ich könnte natürlich behaupten, das habe ich so geplant. Nee, aber herzlichen Dank an die NASA. Dankeschön und meine Damen und Herren, liebe Köthner, es sind wirklich die letzten Stunden seiner offiziellen Amtszeit. Und ich würde mal sagen, Köthen sagt an dieser Stelle Danke an den Oberbürgermeister Kurt Jürgen Zander. Dankeschön! Das ist nicht immer einfach, das muss man einfach mal dazu sagen.
Und wir haben jetzt die Fahne schon auf der Bühne. Das heißt an dieser Stelle, bevor wir zum Offiziellen kommen, darf ich mal den Platz wechseln. Das mache ich immer so gerne bei dem Sachsen-Anhalt-Tag. Bevor wir ganz offiziell die Worte sagen, der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, er ist bei uns. Wir freuen uns immer wieder, dass Sie da sind. Ich habe Sie Freitagabend hier durch die Regionaldörfer gehen sehen. Ihre Eindrücke, Ihre Emotionen, was sagen Sie zu diesem Sachsen-Anhalt-Tag, diesem 19.? Tolle Menschen, eine wunderbare Stadt, die sich wirklich toll entwickelt hat, auch in den letzten 25 Jahren. Und vor allen Dingen, es sind viele, viele Gäste gekommen. Es waren 165.000 Menschen, die hergekommen sind. Viele zum ersten Mal nach Köthen und haben sich wohlgefühlt. Deswegen auch ganz herzlichen Dank an den Oberbürgermeister und sein Team. Die haben wirklich in den letzten Monaten wirklich gerackert und wirklich hart gearbeitet. Und ich glaube, dass wir damit ein wunderbares Fest hatten. Wir hatten auch bis auf gestern vielleicht ein bisschen kühl, aber heute zum Beispiel wunderbares Wetter gegenüber Wernigerode, wo es auch schön war. Da war es ja richtig brennend heiß. Also ich denke, heute gute Temperatur, viel Spaß. Ich habe wirklich entspannte und fröhliche Menschen erlebt. Und genau das macht Sachsen-Anhalt aus. Wir sind weltoffen und vor allen Dingen, wir sind ein Land mit Zukunft. Das haben die Menschen hier gezeigt und deswegen kann Köthen stolz auf sich sein. Dankeschön, Köthen! Jawohl, ein Riesenapplaus. Ich würde sagen an dieser Stelle, Köthen, ihr wart spitze! Dankeschön! Sensationell! Wenn man nochmal auf das Stück schaut, Sachsen-Anhalt ist ja der Landesname, Anhalt der älteste Teil von Sachsen-Anhalt und Köthen, Anhalt, wir durften anhalten, wir durften erleben und Ihr Vertrauen zu Köthen, wie war das so, weil ja Köthen ein bisschen weniger Zeit hatte. Das ist richtig, aber ich kenne Herrn Sander schon viele Jahre und auf der anderen Seite, das war immer eine Residenzstadt, die wusste, wie man regiert und da war klar, dass in den 3 Tagen die Landesregierung hier gut aufgehoben ist und deswegen glaube ich, dass wir hier am richtigen Fleck waren und alle die, die von außen gekommen sind, haben Köthen lieben gelernt. Ich glaube, Anhalt mit Köthen und dieser alten Residenzstadt bleibt in unserem Herzen in Erinnerung und darauf können wir alle in Sachsen-Anhalt stolz sein. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und meine Damen und Herren, das Prozedere schreibt es jetzt vor, dass der Ministerpräsident in die Mitte geht. Herr Zander geht jetzt nach außen, denn es geht jetzt tatsächlich um das offizielle Prozedere. Und der Herr Poschmann darf nachher etwas sagen, wenn er die Fahne hat. Das ist das Schöne, aber Sie sind ja nicht alleine. Königin und Prinzessin der Rosen an Ihrer Seite. Was soll da noch schiefgehen? Meine Damen und Herren, die letzten offiziellen Worte von Kurt-Jürgen Zander, der jetzt die Sachsen-Anhalt-Fahne an den Ministerpräsidenten überreicht. Und der gibt sie dann weiter an die Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Ich wünsche Sangerhausen viel Erfolg beim 20. Sachsen-Anhalt-Tag. Und eins habe ich mir vorgenommen, ich werde auf jeden Fall als Gast dabei sein. Alles Gute, Sangerhausen. Dankeschön. So, jetzt der Ministerpräsident, der ganz offiziell die Fahne weitergibt und damit sozusagen die Geschicke des Sachsen-Anhalt-Tages, des Jubiläums, nach Sangerhausen weiterreicht. Dankeschön, Köthen. Und Sangerhausen, der wunderschönen Rosenstadt, viel Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Jahr dort wieder, gesund und munter und freuen uns auf das Sachsen-Anhalt-Fest 2016 in Sangerhausen. Dankeschön. So, Herr Poschmann, das ist so der Moment, das erlebe ich jedes Jahr. Jetzt haben Sie die Verantwortung und wir wissen ja, das Ende des Sachsen-Anhalt-Tages ist zugleich der Beginn der Vorbereitung. Sie haben ein bisschen mehr Zeit. Wir dürfen es nochmal sagen, vom 9. bis 11. September 2016, also nicht in diesem Jahr, gibt es dann den 20. Sachsen-Anhalt-Tag. Wie geht es Ihnen? Also bis auf meinen linken Arm, der langsam schwer wird, geht es mir ganz gut. Ich habe die Fahne ja nun bekommen. Und ich bin stolz darauf, dass wir als kleine Stadt Sangerhausen, als Berg- und Rosenstadt den 20. Sachsen-Anhalt-Tag 2016 ausgestalten können.
Ich freue mich darauf. Ich habe Köthen kennengelernt jetzt. Ich habe noch nie Urlaub in Köthen gemacht, aber es war ganz toll, Kurt Jürgen. Es hat mir hier gut gefallen und ich freue mich, dass du nächstes Jahr zu uns kommen willst. Ja, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben in den letzten 3 Tagen mit den Augen geklaut und haben geguckt, was ist hier in Köthen alles gut gelaufen. Ich habe eben erlebt, wie das Organisationsteam ein Dankeschön bekommen hat. Und daran sieht man, dass es nur geht, wenn eine Mannschaft da zusammenhält. Man sieht, wenn die Menschen mitmachen. Und ich habe hier in Köthen nur freudige Gesichter erlebt, sei es beim Einkaufen so zwischendurch oder einfach mal, wenn man in einem Restaurant gesessen hat, den Menschen, denen man begegnet ist. Es gab nur Lächeln hier. Und ich glaube, das muss man mitnehmen. Dann hat man was für die Zukunft, für eine Stadt. Und das wollen wir erreichen. Das ist ein wunderbares Motto, meine Damen und Herren. Wir nehmen das Lächeln aus Köthen mit nach Sangerhausen. Und damit toi, toi, toi für das Jubiläum. 20. Sachsen-Anhalt-Tag 2016 in der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Und wir nehmen Ihnen jetzt die Fahne ab. Wir haben alle gesehen, dass Sie die Fahne angenommen haben. Lieber Herr Poschmann, Sie dürfen sich wieder zu den Hoheiten gesellen. Aber Sie haben es gerade angesprochen. Und da schaue ich wieder zu Herrn Zander. Das Organisationskomitee, was wäre ein Oberbürgermeister, was wäre ein Ministerpräsident ohne die Leute im Hintergrund, die alles machen, die dafür sorgen, dass es klappt? Herr Ministerpräsident, das muss man mal sagen, oder? Das ist so. In der Staatskanzlei gab es viele, die seit Monaten hart gearbeitet haben. Aber das Entscheidende ist hier in dieser wunderbaren Köthenstadt passiert, in unserer Residenzstadt in Anhalt. Und deswegen haben wir gerade auch schon den Dank gemeinsam ausgesprochen. Es ist ein wunderbares Team und ich glaube, dass die Stadt und vor allem der Oberbürgermeister sich nicht darauf entsprechend zurückziehen konnte, sondern auch den Dank zu Recht ausgesprochen hat. Jetzt muss natürlich der Herr Oberbürgermeister sein Organisationskomitee auf die Bühne holen. Herr Zander, jetzt nochmal alles geben. Ihre Familie muss jetzt ausrasten. So, Organisationsteam, bitte zum Dankeschön auf die Bühne mit dem Halli. Mit unserem Halli, der Symbolfigur für diesen Sachsener Tag. Und wir sagen Dankeschön an das Organisationskomitee des 19. Sachsener Tages 2015 in Köthen. Kommt auf die Bühne, stellt euch mit hier auf. Herzlichen Dank. Nochmal ein Riesenapplaus für das Organisationsteam Köthen 2015. Dankeschön. Und wir bitten auch alle vom NDR-Team mit auf die Bühne, meine Damen und Herren. Wir sagen Dankeschön. Und wir freuen uns, dass noch einmal die Künstler unseres Nachmittages mit dabei sind. Noch einmal Riesenapplaus für Francis. Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Er war heute hier zu Gast in Köthen. Wolfgang Ziegler. Dankeschön. Und, meine Damen und Herren, an dieser Stelle dürfen wir noch einmal Night Fever auf die Bühne bitten. Mit einem der größten Songs der Bee Gees würde ich sagen, Köthen hat gewonnen und Sachsen-Anhalt feierte diesen Sachsen-Anhalt-Tag 3 Tage lang. Und wir freuen uns auf den großen Gewinn 2016 in der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Auf Wiedersehen, Köthen!